Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Fuck, nee, hi. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Zombies hin? Habt ihr gesehen, wie cool ich gedodged bin? Ja? Wir müssen es mal kurz festhalten. Zweimal hintereinander habe ich es hinbekommen, dass es in Zeitlupe funktioniert. Wir müssen es mal ganz kurz festhalten hier, weil das wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Ich soll zurück zur U-Bahn-Station gehen. Aber ich... Soll ich wirklich zurück zur U-Bahn-Station gehen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Wie komme ich hier hin? Moment. Ich muss die Treppen hoch. Fuck. U-Bahn-Unterwerk. Moment. Hier muss ich gar nicht hin. Ich muss hier hin. Okay, wir gehen jetzt hier raus. Durch die Tür. Jump, jump, jump. Zum Donutladen. Schaffen das. Let's rock it. Run! Stop, Nemesis, stop! Shit. Mein erster Tod.
Nice. Wo bin ich hier? Achso, ich bin zurückgegangen. Wir nehmen das, damit ich nicht sofort sterbe. Und wir nehmen eins mit für gut Glück. Ja. Ja, ja, ja. Das fühlt sich gut an. Come on! I hate you! Love you, bye! See ya! Nope, 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 nope! Er hat mich mit seinem Wurm gefangen. Alter Falter, ey. Okay. Raus. Rechts. Treppe hoch. Excuse me? Nein, nein, nein. Excuse me. Was? Excuse me. Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Der will aber nicht zu Fox Park. Beide Gleise in St. Michael's Clock Tower sind ausgekreuzt. Wir sind in Redstone Street. Wir gehen die untere Reihe nach Fox irgendwas Avenue. Dann gehen wir runter. Dann runter zu Raccoon Central. Und dann sind beide ausgekreuzt, oder? Nee, der eine geht. Okay, Moment. St. Michael's Clock Tower. Also, Redstone, False Avenue, Raccoon Central, St. Michael Clock Tower, Fox Park. Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Why though? St. Michael's Clock Tower. Was ist daran falsch? Was ist, wenn wir St. Michael's Clock Tower nicht anfahren? Ja? Nein? Vielleicht? Nein? Okay. Oh. Wait a minute. Oh, oh, oh. Oh. Okay. Moment, eins. Moment, Moment, Moment. Ich muss die Gleise noch dazu machen. Okay, wir fahren hier runter. Und dann sind wir hier auf Gleis 1, das wollen wir nicht. Wir wollen zu Gleis
3. Hier wollen wir zugleich 2 nach unten. Runter, runter. Ne, Moment, das ist gekreuzigt. Wir wollen 1. Damit wir quer runter gehen. Dann gehen wir runter zu Raccoon Central. Und dann wollen wir wieder 1. Und dann geradeaus einfach weiter. Nope. Nope, nope. Gotcha, okay, ich sehe das gerade falsch. Gotcha, 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 okay. Dann wollen wir 3, ja. Why? Warum will er dann nicht weiter? Warum geht's hier nicht weiter? Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Ich hab's nicht ausgewählt. Ich Horst, es tut mir so leid. Ich hab gedacht, ich hätte es ausgewählt. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Nice. Nemesis wartet bestimmt auf mich, ne? Fuck, dann kann ich das erste Hilfespray nicht holen. Ich meine, ich könnte schon. Zum Teufel. Nope. Hey, Broski. I'm fine, thank you. Shit. Excuse me, excuse me, excuse me! Nein, 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 nein! Lauf me, ich hab nicht mal was zu heilen. Oh, come on! Excuse me, ist nicht was, was funktioniert. Okay, nope. Er hat mich. Das war nice.
Brauchst du die Juwelen nicht für das Ding da? Ja. Thank you. Was ist das? Ooh. Take it. Coolio. Nice. Guckt euch die Flinte an. Beautiful. Just beautiful. Wir haben jetzt so viel Platz schon. Vielleicht sollten wir die Flinte doch mitnehmen. Was denkt ihr? Ja, und Bolzenschneider kannst du ablegen. Den brauche ich nicht mehr. Tut mir leid. Ich habe das heute erst neu bekommen, okay? Ich muss noch ein bisschen damit spielen. Klar, bewaffnet bis an die Zähne. Sehr gut. Kommst eh nicht mehr raus. Okay. Nice. Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Hallo. Nun alles? Ja, fast. Er hat so Buschelhaare. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai. Es war Nikolai. Das wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Hey, mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Leg dich nicht mit Wuschelkopf an. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon.
Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey. Ich verschaffe euch Zeit. Hey, warte. No, warte, no, Jill. No. Jill, Jill, Jill. Why? Why are we doing that? Komm schon, du. Nemesis, no, 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 no. Nemesis. Komm schon, sein Schatz. Danke, Bubu. Oh, nice. Sag mir bitte, dass hier irgendwo Heilung ist. Wer braucht sowas schon? Nicht Jill! Moment. Oh Gott. Okay. Der Umgebung. Perfekt. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Wenn wir so Akkus suchen, ha? Kann hier nicht irgendwo was zum Heilen sein? Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen.
Jill, du hast gerade weit um einiges andere Probleme. Wirklich. Heilung, Kraut, irgendwas. Ich nehme alles. Das auch. Aber Heilung? Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März. Wassertemperatur 18. pH-Wert 6,8. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung träge. Kampfpotenzial gering. 18. April. Wassertemperatur 20. pH-Wert 6,8. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in ein Stück verschlingen. 30. Juni, Wassertemperatur 22, pH-Wert 6,2. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carlisle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, Wassertemperatur 25, pH-Wert 5,8. Es ist jetzt 2 Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führen zu einem Abfall der Wasserqualität. Aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September, Wassertemperatur 23, pH-Wert 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, Wassertemperatur 21, pH-Wert 6,1. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt. Aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben sie ja Einsehen. Ich finde nicht, dass Heilung überbewertet wird. Ich brauche was davon. Vielen Dank für Ihren Kauf eines Granatenwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein general überholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik.
Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Nice. Ist sie wirklich nichts zum Heilen? Come on! Warum gehen die nicht davon aus, dass wenn man von Nemesis verfolgt wurde, dass man dann vielleicht was zum Heilen braucht? Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn. In ein Stück verschlungen, von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck. Verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus den Tunneln raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, haue ich ihn direkt eine in die dicke, hessische Fresse. Hier ist ein Symbol von einer Leiter.
Vielleicht ist eine Leiter nach oben auf der anderen Seite. Who knows? Aber dann hätten wir nicht diese lustige Szene gehabt, dass er hinter mir steht und ich währenddessen durch den Tunnel rutsche. Das war witzig. Nice. Das Ding ist riesig. Why? Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschaudern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer ersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffe untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlenden Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass euer zartes Mundwerkzeug beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die von Charakterschwächen gehört? Haben sie nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwächen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es dennoch denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter der evolutionären Fahrt beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaft überlegen seid. Weird. Oh, hier ist noch was. Oh. Ja, ich traue mich nicht hier zu rennen.
Nein, ihr habt nicht gefragt, aber ja, ich hab's euch gesagt. Seht ihr? Kaum rennt man, schon kommt so ein Ding. Nope, 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 nope. Shortcut, nice. Shortcut, nice. Ist das ein Shortcut? Ich glaube schon. Ich glaube, von da kamen wir her. Bin mir nicht mehr sicher. Nobody knows. Oh. Oh, Moment. Das war nicht nur ein Shortcut. Whoopsie daisies. Wir haben so viel Platz. Yes. Hm.
Warum ist hier ein Stern? Achso, der Akku. Das war ein langer Weg dafür, dass wir die Tür öffnen konnten. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Nice. Why, Nemesis? Come on. Warum genau hast du einen Flammenwerfer, Dude? Du bist doch so schon gefährlich genug. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber... Ja, er ist nicht dumm. Guten Abo. Das funktioniert einfach nie. God, I love him. I love him so much. Oh shit. Du schaffst das, Jill. Oh oh. Geht nicht. Abrissverzögerungsankündigung. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhe haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Office Buildings zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhe verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Well, you ready?
Was war das? Oh my God, okay. Hi, my love. Well. Das war's. I'm out. Was nun? Nice. Au. Shit, oh shit, oh fuck, oh no, oh I'm sorry, Jill.
Die hat einen Scheißtag hinter sich bisher. Ist unglaublich. Nice. Ich habe im ersten Moment gar nicht gecheckt, dass da so viel Zeug rumliegt, ey. Oh, ich hätte mir viel mehr noch holen können wahrscheinlich. Ach, Käse. Ich habe nicht richtig geguckt. Naja, egal. So, ich mache mich auf, wünsche eine gute Nacht und frohes Sterben. Hey, Death Counter ist immer noch bei 1. Aber vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Nope. Ja, der Mistkerl ist tot. Gut, scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Ach komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Nein, kann ich nicht nochmal runter? Nein! Oh, die Munition, though. Seht ihr, wo wir sind? 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 Ah! Leon, bist du da? Hallo, excuse me. Guck mal, wo wir sind! Hier sind wir mit Ada gewesen. I'm so happy. Halt! Nicht Jill! Hi! Dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt. Hör zu, wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun... Gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich bin schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was?
Mach's gut, Jill. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse. Vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Komm mit mir. Das heißt dann aber, Leon und Ada sind noch nicht hier gewesen. Interessant. Weil wenn Leon und Ada ihnen begegnen, ist er ja danach nicht mehr da. Um es mal nett auszudrücken. Traurig. Seht ihr das? Nur dank Jill ist es offen hier. Shit. Ew. Oh mein Gott, ich geh kurz kotzen. Ekelhaft. Moment. Oh mein Gott, guckt uns euren Rücken an. Tag. Ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagausflug mit den Kids in der Innenstadt ist. Und keiner der Läden ist da in beliebter. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf den Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt,
dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits 3-mal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollten wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wiles. 69. Nice. Nice. Oi! Dass wir noch nichts gebrochen haben, das ist unglaublich. Oder sehe nur ich das so? Da ist der Kopf. Direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir.
klappt nie. Trying so hard. Hey, alles klar? Los, los! Ist er nicht cute? Gute Explosion. Gute Explosion. Eindeutig eine gute Explosion. Gut gemacht, Carlos. Good job. Good job. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start. Danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Und hardcore verletzt. Was zählt ist, jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Jetzt ein Chips? Was ist mit dir? Nope. Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Aber Carlos, Held sterben. Oh, okay. Ich gehe vor. Gotcha. Hi. Ich lebe noch. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bart finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Bye, Carlos. Man sieht sich. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Die armen Überlebenden.
Kein Überlebender. Sind ja alle ausgelöscht. Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Hey Gaius, willkommen zum Stream. Nun musst du wohl zu Fuß weiter. Yep. Guck mal, was ich machen kann. Tada! Achtung, 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 Achtung! Tada! Tada! Ich liebe das so sehr. Regenbogen. Entschuldigung. Wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Guck, wo wir sind! Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Claire. Verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Komm doch her! Ich mag die Waffe! Die Waffe! Die Waffe! Das könnte nützlich sein. Ich mag die Waffe. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht. Nee. Die sind viel zu teuer. Hallo? Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Okay. Gewahrsam. Ich dachte, das ist eine Rettung. Sieh dir das an. Das Teil ist wieder gefunden. Carlos, beweg deinen Arsch hierher. Ich komm doch, mein Gott. Hör auf rumzuheulen. Uff. Folge mir lieber. Ich weiß, wo das Stars Büro ist. Ist sicher. Komm. Hi. Was geht ab? Was denk geht dran, ab? Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay. Gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Okay. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. Bye, Bros. Wir sehen uns in einem anderen Leben. Das ist meine seltsame Tür. Lass sie. Wir sind wegen Bart hier. Das wäre so ein schöner Shortcut gewesen. Aber nein.
Sag doch, was will ich hier laufen? Entschuldigung, aber müde. Oh, wow. Verbarrikadiert. Okay, gehen wir den Weg, wo er möchte, dass wir gehen. Was ist das? Ohne eine Stars-ID geht die nicht auf. Ist ja nicht so, als hätte ich eine gehabt. Bevor ich mir dachte, ich bin schlau und leg sie weg. Uff. Uff. Nice. Nice. 16. September 1998. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. Seht ihr, was ich sehe? Da, hier, da. Nice. Ein Lick da. Das war kein Zombie. Schon wieder weg. Okay. Geht wieder los. Depot. Good job. Er hat sich selber rausgeschmissen. Nice. Beautiful. Beautiful. Oh, da. Blind. Nice. Thank you. T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles?
Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Wo gehen wir hin? Hallo? Oh mein fucking God. Also mit ihm geben die mir Munition über Munition über Munition. Das ist ja echt der Hammer. Rodney Gray. Arbeitslos, ehemaliger Elektriker. Illegales Herstellen und oder Besitz von Sprengstoff. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 18. September 1998 nahe Box Street 1442 auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und es wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zünder in seiner Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Mit einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weiteren selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage. Ich hab's nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen uns aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss ihn in die Luft jagen oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Sie kommen, sehr bald schon. Müssen uns beeilen. Verbrennt sie. Verbrennt die Leichen. Verbrennt sie gut. Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Aufgrund des instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen änderte sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung seines Zustands. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe scheinen extrem kraftvoll. Als Sicherheitsvorkehrung wurde bei der Beweisaufnahme die Batterien eines Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. Wes Trucker. Yay! Da steht ja Welcome, Leon. Das ist so schade, dass wir ihn nicht begegnen. Das wäre so nice. Hi!
Lasse. Lasse, lasse, lasse. Oh nein, Blatzdorf ist nicht da. Nein. Oh, er könnte mir bestimmt die Dings sagen. Die Kombination. Ah, oh, Käse. Müssen wir es selber rausfinden. Das ist doch kacke. Yes, yes, yes. Wenn wir das Spiel irgendwann mal nochmal spielen, werde ich dankbar sein für meine Notizen. Die Dinger nur mit Kameras umbringen. Soll das ein Joke sein? Weirdo. Schläft noch. Nice. Also, 9, 15, 7, yes, gimme, 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 gimme. Hey, er ist wieder aufgestanden. Okay, Kinder. Ich denke, das war's erstmal jetzt für heute.